Hallo liebe Freunde, ich bin's Laura und heute gibt's ein neues Video von mir. Und in diesem Video werde ich viele Gründe oder eigentlich nur 7 Gründe auflisten, warum ich Amerika über alles liebe. Und dieses Video ist eine Kooperation mit Caro. Also wenn ihr die noch nicht kennt, dann schreibe ich ihren Namen hier hin. Caroline, die habe ich nämlich eigentlich schon so am Anfang meines Auslandsjahres kennengelernt und Caro macht auch Videos und wir sind halt bei der gleichen Organisation und dann waren wir auch beim Vorbereitungsseminar und wir FaceTime und Skypen halt total oft und das ist einfach nur so eine voll coole Freundschaft jetzt geworden und wir haben auch schon ein Video in der Vergangenheit zusammen gedreht, als die Caro zu mir nach Essen gefahren ist, da wo ich halt lebe und da haben wir eine Bucketlist gesehen, also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das in die Infobox. Ansonsten ist das jetzt ein Video mit Caro, also Caro hat jetzt auch ein Video, was sie über Amerika so liebt. Also guckt euch das auf jeden Fall auch an, der Link ist auch in der Infobox und dann fange ich jetzt mal an. Also mein erster Grund ist, warum ich Amerika über alles liebe. Ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem so ein Unterschied zu Deutschland. Ich habe bemerkt, dass wenn man halt im Supermarkt einkaufen geht, dass dann halt immer ein Kassierer da ist und eine Person, die halt deine ganzen Einkäufe in Tüten packt. Irgendwie total komisch, aber auch irgendwie ein guter Job, wo man dann auch noch mit Geld verdienen kann. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, da sind einfach dann zwei Personen und einer packt einfach deine Einkäufe in Tüten. Und du musst das nicht machen. Also eigentlich ist es auch so eine Faulheit dann, aber irgendwie finde ich das cool. Ich weiß nicht. Dann zweitens, wenn man halt ins Kino geht und man kauft eine Kinokarte, hat man nicht sofort einen Sitzplatz, sondern man geht einfach ins Kino und der Erste, der kommt, kriegt dann auch den besten Platz. Jo, also es ist ganz schön, wenn man dann halt einfach einen guten Platz findet, aber dann auch im Nachteil, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ist es nicht so cool. Aber man muss jetzt auch nicht zum Beispiel mehr bezahlen für einen genauen Sitzplatz und das finde ich halt gut daran. Genau, das finde ich gut daran, dass man einfach eine Karte kaufen kann, die jetzt bei uns zum Beispiel 12 Dollar kostet und dann hat man einfach einen guten Sitzplatz. Mein dritter Grund ist, warum ich Amerika total mag. Wenn man im Restaurant was bestellt, ein Getränk, kriegt man free refills. Also zum Beispiel, ich liebe Limonade und ich bestelle immer Limonade, wenn ich im Restaurant sitze. Ich weiß, es ist nicht gut für dich und total viel Zucker und was auch immer, bla bla bla. Aber ich liebe Limonade und deshalb bestelle ich die immer und man bekommt immer wieder neue Limonade, wenn man die ausgetrunken hat. Immer und immer wieder. Und das ist das Gleiche mit anderen Getränken. Das finde ich halt total cool. Und manchmal gibt es sogar sowas, wenn man sich Fritten bestellt, kriegt man auch neue Fritten. Habe ich mal erlebt, dass ich noch einmal neue Fritten bekommen habe. Ich so, yay, gib mir die Fritten! Ich mag die total gerne. Ja, also Free Refills, das gibt es in Deutschland halt nicht. Also so, wo ich lebe, gibt es das nicht. Und das finde ich halt total cool. Das, da muss man nur einmal bezahlen und kriegt man so viel, wie man möchte. Eigentlich so ein All-You-Can-Eat, All-You-Can-Drink. Ja. Mein vierter Grund ist, dass die Leute, ich habe das schon mal gesagt und ich sage das auch immer und immer wieder, die Leute in Amerika sind einfach viel netter als in Deutschland. Und deshalb wird man auch viel netter. Also ich bin eigentlich schon nett, so von meiner Persönlichkeit her. Ich bin jetzt nicht unfreundlich zu Menschen, aber man wird hier einfach nur viel netter zu Fremden. Also du gehst einfach so auf die Straße und dann siehst du jemanden, der so ein cooles Outfit hat und dann sagst du mal, hey, du hast richtig ein cooles Outfit und die freuen sich dann auch. Und man freut sich auch selber, wenn man ein Kompliment einfach von Fremden bekommt. Und in Deutschland gibt's das gar nicht so. Du läufst an jemanden vorbei und gibst ihm einfach nur so einen eiskalten Blick, so, oh, ich mag dich nicht. Irgendwie ist das total unfreundlich bei uns. Und in Amerika ist es einfach hier alles total nett, wenn man in der Schule ist. Man bekommt eigentlich jeden Tag so Komplimente und man komplimentiert den anderen auch so. Und ja, das mag ich total gerne. Also das hat mich schon so zum Positiven gemacht, dass ich einfach total froh gelaunt immer bin. Und ja, so ist das halt. Also man wird hier total happy. Mein fünfter Grund ist einfach so Footballspiele oder Basketballspiele, weil ich zu denen einfach so richtig gerne hingehe und meine Schule immer anfeuere. Und es war einfach so eine coole Art, sich mit Freunden zu treffen. Das mache ich jetzt immer noch. Ich glaube, in der Woche sind es immer so dienstags und freitags. Beim Football war das immer freitags. Jeden Freitag sind wir halt zu unserem Footballspiel hingegangen und es war einfach ein total cooler Abend, Nachmittag, den man mit Freunden verbringen konnte und einfach nur mal so richtig stolz auf die Schule zu sein. Also ich
Ich weiß nicht, weil das in Deutschland halt nicht so ist, dass man so krass stolz auf die Schule ist oder irgendwie immer so alle Schulfarben anzieht oder Sweatshirts mit Schullogo, irgendwie sowas. Also das gibt es halt in Deutschland nicht. Generell gibt es halt in Deutschland keine Footballspiele oder zum Beispiel, wenn man jetzt so Handballspiele, gibt es halt nicht so oft. Und bei uns ist das jetzt hier einfach so ein normales Ding, dass man einfach zu Basketballspielen hingeht. Sechster Grund ist, dass man hier einfach total viel machen kann. Du kannst zum Beispiel downtown fahren und in die Mall gehen und shoppen und einfach Sightseeing machen. Oder du kannst in die Berge fahren und wandern gehen und dann kannst du den Sonnenaufgang sehen oder den Sonnenuntergang. Und es ist einfach so unbezahlbar. Also der Ausblick, der ist so schön. Und ich kann es auch jedem nur empfehlen, der hier so in der Nähe ist, hier oder in den Bergen, einfach geht wandern. Auch ist es ein gutes Workout. Also, sagen wir mal, Knoxville ist so wie Essen. Aber Essen hat ja noch so kleine Stadtteile. Knoxville hat auch so kleine Stadtteile. Und in Knoxville wohne ich halt in einem kleinen, also in so einem mittelgroßen, also ist eigentlich ein großer Stadtteil. Und der heißt halt Farragut. Und deshalb gibt es hier halt nicht so, wie wir das in Deutschland haben, einfach so eine Straße mit so Häusern an der Seite, sondern hier gibt es halt nur so Nachbarschaften. Also jede Nachbarschaft hat halt einen Namen. Und dann gibt es zum Beispiel die und die Nachbarschaft und die sind alle miteinander verbunden. Und ja, also es gibt ja nur so Nachbarschaften mit so Toren. Also es ist wirklich so abgetrennt. Es ist nicht so, dass man hier so eine Straße hat und einfach so Häuser, sondern Straße, Nachbarschaft, 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 Nachbarschaft. Also und die Nachbarschaften sind richtig schön. Also kommt drauf an, welche Nachbarschaft du drin bist. Aber meine Nachbarschaft ist so unschrecklich schön. Vielleicht mache ich mal eine Roomtour. Ich möchte das auch gerne machen irgendwann. Ja, wenn ich dazu bereit bin. Ich weiß nicht, ich muss erstmal mein Zimmer hier aufräumen. Aber wenn man aus meinem Fenster guckt, dann sieht man nur so einen Golfkurs. Also hinter meinem Haus ist halt so ein Golfkurs. Und manchmal, wenn ich im Bett so liege, sehe ich auf einmal so Golfautos, Golfcarts so an meinem Haus vorbeifahren. Also in meinem Garten. Ich denke mir so, oh, okay. Also ich habe hier einfach nur so einen Golfkurs. Und die Häuser sind so schön. Also von außen wie von innen. Von innen noch schöner als von außen. Einfach, die sind so groß und ich weiß nicht, ich mag Architektur total gerne und einfach Einrichtungen. Und die amerikanische Einrichtung gefällt mir so, so sehr. Es ist einfach so richtig hohe Decken und ich weiß nicht, alles so wie im Katalog. Und du hast einfach total viele Levels. So, du hast vielleicht so 3-4 Stockwerke und dann noch so ein Basement. Okay, vielleicht nicht 4 Stockwerke, aber so 2 Stockwerke. Und ein Basement und total viele Räume, obwohl ihr die gar nicht braucht. Und einfach so ein Bonusraum und irgendwie alles. Also ich bin total baff von den Häusern hier. Und ich gehe hier in meiner Nachbarschaft zu meiner Junior-Koordinatorin, also das ist halt von der Kirche. Wir haben so eine Junior-Mädels-Gruppe und das ist halt unsere Leaderin. Also gehe ich dann zu der nach Hause. Und ihr Haus ist so schön. Ich kann
wirklich, also ich wünschte, dass wir in Deutschland so schöne große Häuser hätten, aber wir haben natürlich nicht so den Platz dafür. Die haben ja alles so Land und Platz und ja, so viel Platz, dass man einfach einen Golfkurs hinter das Haus bauen kann. Ja, total unfair. Aber dafür liebe ich es hier und ja, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Diese großen Häuser und so viel Platz und alles. Ja. So, das waren jetzt auch so meine Gründe, warum ich Amerika total cool finde und die ich auch so vermissen werde, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt auf jeden Fall bei Carolines Kanal nach und bei ihrem Video, welche Gründe sie so aufgelistet hat. Das muss ich mir auch angucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!